Mit diesem Plakat wollen wir die Bevölkerung einfach aufklären, was diese Verfassungsreform für Konsequenzen hätte. Wenn diese Verfassungsreform so durchgeht, dann ist das ein immenser Schaden für die Südtirol-Autonomie, die auch in ihren Grundwerten damit erschüttert und teilweise zerstört wird. Denn wenn das nationale Interesse wieder eingeführt wird, dann bedeutet es, dass der italienische Staat in alle Bereiche, auch die Bereiche der Autonomie, eingreifen kann, wann immer es aufgrund des nationalen Interesses, aufgrund der wirtschaftlichen oder politischen Einheit Italiens für notwendig erachtet. Und das ist ein Einschnitt, der so von Südtirol nicht hingenommen werden kann. Das ist eine der größten Gefahren, die ich in den letzten Jahrzehnten erlebt habe. Einmal, weil das sogenannte nationale Interesse wieder bekräftigt wird, und zwar ganz massiv. Und zum anderen, weil bereits weiterer großer Streit vorprogrammiert ist, denn der Verfassungsgerichtshof wird sehr genau schauen, was das Südtiroler Volk hier tut. Deswegen mein großer Appell an die Südtiroler: Sie sollen am 4. Dezember ein klares Nein ankreuzen. Es geht hier wirklich um die Zukunft nicht nur der Autonomie, sondern des gesamten Landes. Ja, wir hatten am 8. September diesen Jahres einen Schulterschluss mit unseren Verbündeten in Italien. Wir hatten Vertreter aus Triest, aus dem Veneto, aus Sardinien, aus der Lombardei und der Ostertal hier bei uns. Wir haben in einer gemeinsamen Pressekonferenz eben diese Verfassungsreform durchdiskutiert und sind zum Schluss gekommen, dass das einfach ein Unsinn ist und das absolut abzulehnen ist. Da waren wir uns alle absolut einig. Wir werden auch eine landesweite Informationskampagne durchführen. Dafür werden wir eine Informationsbroschüre eben verteilen und schauen, diese an die Bevölkerung von Südtirol weiterzugeben, weil die enthält eben wirklich bis ins Detail Informationen, warum es wichtig ist, bei dieser Reform mit Nein zu stimmen, darauf hinzuweisen, auf die Gefahren, was diese Verfassungsreform eben mit sich bringt. Und wir werden auch eine eigene Plattform einrichten, Internetplattform, wo dann auch digital alle Informationen abrufbar sind. Über Videobotschaften, über Stellungnahmen werden wir Informationen an die Bevölkerung weitergeben. Wenn die Volkspartei der Südtiroler Freiheit nun vorhält, sie setze sich oder kämpfe für die Autonomie, so darf ich daran erinnern, dass wir von jeher und ich mehrmals im Südtiroler Landtag bereits gesagt haben, wir sind für die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts, wir sind klar für ein Los von Rom. Aber solange wir dieses Ziel nicht erreicht haben, ist es für uns sehr, sehr wichtig, das zu halten, was wir bisher haben. Das heißt also, dafür mitzusorgen und alles zu tun, damit das bisschen Autonomie, das wir haben, nicht auch noch ausgehöhlt wird.